Warum mache ich dieses Video? Für welchen Zweck soll sowas dienen? Wenn euch das interessiert, dann bleibt am besten dran, weil ich habe euch einfach ein bisschen was mitzuteilen bezüglich 5 Jahre Garantie und wie denn die Hersteller letztlich damit umgehen. Hallo und herzlich willkommen bei Miga Caravan in Dinkelsbühl, bei uns auf dem Kanal, und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um unser Video anzugucken und dem zu lauschen, was ich euch so durch das ganze Jahr immer wieder mitzuteilen habe, und dafür schon mal ganz lieben Dank. Heute haben wir aber ein spezielles Thema, und warum ich das anschneide, liegt einfach daran, weil ich gewisse Dinge euch auch nicht vorenthalten möchte. Und ihr kennt mich, ich bin eigentlich ein sehr, sehr seriöser Kanal. Ich versuche immer alles im Ruhigen, und da stehe ich auch dazu. Aufregen hilft ja immer nichts. Nur manche Dinge muss man einfach so ein bisschen nach außen tragen, beziehungsweise möchte ich auch den Kunden wieder etwas sensibilisieren. Und dazu gehört auch diese augenscheinliche, ich nenne es jetzt mal bewusst augenscheinliche, 5 Jahre Garantie von verschiedenen Herstellern. Ich war immer wieder von relativ wenigen, aber trotzdem immer wieder netten Zuschauern darauf hingewiesen, sei denn das, was ich hier mache, WCS-Kanal, werde ich von WCS bezahlt, keine Ahnung, wäre wohl nur noch mit WCS verheiratet, und es gibt ja auch nur andere Themen wie WCS. Das sage ich jetzt mal ganz grob, macht vielleicht manchmal den Anschein, kann sein, aber es obliegt ja immer noch mir, welcher Firma ich mich zuwende, welches Produkt ich verbaue. Die einen verbauen Victron, die anderen verbauen WCS, die nächsten verbauen Büttner. Das ist ja immer das Spiel, was es gibt, was für Zugriffsquellen habe ich und was halte ich als gut oder für gut. Und mit welchen Herstellern möchte ich denn arbeiten? Und da kommen wir jetzt eigentlich zu dem Titel des heutigen Videos. 5 Jahre Garantie. Wie gehen denn eigentlich die Hersteller damit um? Und was mich so ein bisschen umtreibt, ist, euch mal zu erklären, wie das andere Hersteller teilweise handeln. Ich sitze hier auf einem Pack Akkus. Ich habe die einfach mal hergestellt. Letztlich betrifft es den mittleren hier. Namen werde ich nicht erwähnen, weil da bin ich zu seriös. Also ich werde keinen Namen erwähnen, auch keinen Herstellernamen, darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es nur darum, dass ihr einfach ein bisschen sensibilisiert seid, und wenn ihr euch für einen Akku entscheidet, eventuell auch mal nachfragt, wie geht denn der Hersteller eigentlich mit der Garantie um, die er mir da verspricht. Und aus meinem jüngsten Erlebnis raus, und ich werde euch dazu ein bisschen was einblenden, auch teilweise ein bisschen an E-Mail-Verkehr, alles geschwärzt, alles neutral, überhaupt kein Problem. Nur ihr seht hier schon den ganzen Papierwust, der hier wegen einem defekten 100 Amperestunden Lithium-Akku ist genau dieser ganze Wust hier entstanden. Und ich möchte euch da ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wo man einfach sagt, man muss einfach den Kunden so ein bisschen sensibilisieren dafür, wie sowas vonstatten gehen kann. Also ich habe am 12. Oktober den Akku reklamiert, vorschriftsgemäß und ordentlich per E-Mail ein Ticket erstellt und reklamiert. Und die Reklamation als solches war, dass der Akku keine 100% mehr hat, sondern er zeigt in der Gesamtkapazität nur noch, keine Ahnung, ich müsste jetzt genau nachschauen, es waren irgendwas um die 96% oder ja, 96 glaube ich, statt den von Anfang an immer mehr angezeigten wie 100, 110 oder was hat er angezeigt. Hat natürlich der Kunde reklamiert. Ich sage zu Recht, weil wenn ich Kapazitätsverlust habe, gehe ich ja von dem Akku nicht mehr das, was der Akku verspricht. Ja, das Ganze habe ich reklamiert. Dann kommt
eine E-Mail, wo am 12. und ich habe dann nur geschrieben, bin gespannt, was ich jetzt meinen Kunden antworten darf. Und dann kommt nach nicht allzu kurzer Zeit, ein Geschrabe, einen Tag später, eine E-Mail zurück. Und wo dann draufsteht, jetzt muss ich hier mal sortieren, weil ich habe das jetzt hier auch nicht wirklich gut durchsortiert, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ob ich denn oder ob der Kunde den Akku denn zyklengerecht behandelt hätte. Zyklengerecht behandelt steht schon mal, habe ich dann auch zurückgeschrieben, also seid mir bitte nicht böse, was versteht ihr jetzt A unter zyklengerecht behandelt, B steht es in keinerlei eurer Betriebsanleitungen, dass man den Akku so behandeln soll oder ab und zu das tun soll. Also da steht überhaupt gar nichts davon drin. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass der Kunde da dementsprechend drauf geguckt hat. Und weil es eben auch nirgends steht. Okay, dann wird er hingeschrieben. Dann kommt wieder die Antwort, ja, aber es kommt halt trotzdem vor und ich müsse jetzt den Akku bitte einmal komplett entladen und dann wieder laden und dann wieder entladen und dann wieder laden und dann wieder entladen und wieder laden. Das sollte ich 3 bis 4 Mal machen, um dann zu sehen, was denn die Anzeige der Kapazität macht. Dann schreibe ich freundlich zurück, also lieber Punkt, 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 es ist ja alles gut und schön, aber das kann doch jetzt nicht wirklich meine Aufgabe sein, wenn ihr 5 Jahre Garantie gibt, euer Arbeit zu machen. Das ist doch jetzt nicht wirklich euer Ernst, weil ich kriege ja die Arbeit auch nicht bezahlt. Also ich muss jetzt, A, habe ich ja schon mal einen verärgerten Kunde, weil der fährt draußen ohne Akku rum. Also ich muss ja den Akku ausbauen. Dann wird von mir verlangt, dass ich den Lad, Entlad immer beobachte, immer Screenshots mache, immer dokumentiere, um das dann wieder weiterzureichen. Okay, ich habe das Spiel mitgemacht. Letztlich kam dabei raus, dass er statt 96 Amperestunden bloß nur 94 Amperestunden angezeigt hat. Also die Kapazität wurde nochmals weniger durch das ganze Spiel. Das Ganze zog sich und wieder hin und wieder her und wieder hin und wieder her. Und letztlich kam dann dabei rum, ich muss jetzt genau nachschauen, ich blende es euch ein, kam auf einmal eine ganz lange Pause, gar keine Antwort mehr. Da hat man dann, ich glaube, das war der 14. Oktober bis zum 22. oder irgend sowas, habe ich dann auf einmal von der Firma überhaupt keine Antwort mehr gehabt. Ich habe 3-mal nachgefragt, 3-mal wurde ich mit Fragezeichen, habe ich die E-Mail nochmal geschrieben und nochmal geschrieben, 0 Antwort. Nach nun mehr als einer Woche kam dann letztlich zurück, ja, Entschuldigung, ich war nicht im Haus. Das ist das Einzige, was ich gehört habe. Klar, denen ja scheißegal, dass jetzt mittlerweile der Kunde 2 Wochen ohne Akku da draußen rumfährt und immer noch keine Lösung und geschweige denn noch keinen Vorschlag hat. Dann letztlich, nachdem ich recht hatte, dass die Kapazität noch weiter runterging, wurde dann letztlich entschieden, okay, der Akku geht jetzt zurück ins Werk. Ja, hat mich ja gefreut. Die wollen jetzt den Akku zurückhaben, um dass sie diesen nochmals Tenor laut E-Mail nochmals prüfen. Leute, harte Nummer. Und dann steht nur in Klammer dort oder gleich am Anfang, bis der neue Akku dann versendet werden kann oder der reparierte oder sonst was, kann bis zu 3 Wochen dauern. Also sprich, der Kunde ist jetzt dann letztlich 6 Wochen ohne Akku. Und das versteht der Hersteller unter 5 Jahre Garantie? Und genau deswegen, genau das ist auch für mich irgendwo der Grund, warum ich teilweise einfach zu anderen Produkten greife. Wenn wir mal von links nach rechts gehen, also hier haben wir einen Akku von der Firma Bulldron. Da weiß ich, dass die Reklamation einigermaßen gut funktioniert. Das ist eigentlich kein Problem. Man kann dort per Telefon einfach jemanden an die Strippe kriegen, man kann jemanden sprechen, man beschreibt dort den Fehler, man quatscht kurz 5 Minuten miteinander, danach nimmt man den Akku, wenn denn dann die Rückmeldung kommt, packt ihn ein und schickt ihn los. Wenn er dort ankommt, binnen 24 Stunden grob habe ich den Akku wieder hier am Tisch, repariert oder als Austausch oder geprüft oder wie auch immer. Also kann man damit leben, ist ein Top-Service, muss man sagen. Gehen wir zu dem mittleren Akku, den hier. Das ist nämlich genau dieses Corbutylicti oder wie das genau heißt, weil hier erreiche ich telefonisch schon mal gar niemanden.
Dann muss ich eben per E-Mail die Tickets erstellen und dann kommen die ominösen Rückfragen. Wenn denn nach zigmal E-Mail hin und her schreiben endlich die Genehmigung kommt, okay, ich darf jetzt den Akku zurückschicken, dann kommt nochmal ein kleiner Fragebogen, der mir dann, wo sie dann von mir wissen wollen, wie denn meine Telefonnummer ist, wie denn meine Öffnungszeiten sind, wie denn meine Avisierung ist, wie denn meine Anschrift ist, wo ich mir denke, sag mal, Leute, ich bin Händler, ihr habt doch meine Daten. Also ihr habt mir den Akku ja auch geschickt, ihr habt man ja auch verkauft. Also ich verstehe da wirklich die Welt. Und das ist natürlich schon, finde ich, ein Grund, wo echt fatal ist, dass ich mit so einem Akku so ein Schauspiel habe und der Kunde dann letztlich 5, 6, 7 Wochen ohne Akku ist, stinksauer, verärgert ist und ich kriege das Ganze natürlich ab, logisch, weil ich der Ansprechpartner bin, weil ich ihm diesen Akku verkauft habe. Jetzt könnte ich sagen, okay, lege mal, keine Ahnung, wie viele Akkus auf Lager, dann kann ich ja 1:1 tauschen. Nee, kann ich eben nicht, weil ich ja nicht weiß, ob die Firma XY mir dann auch den dementsprechenden Umbau oder Umtausch genehmigt und ich dann auch wirklich Ersatz kriege vor dem jeweiligen Akku. Und ich muss dazu sagen, von den Akkus habe ich jetzt schon mehrere Ausfälle gehabt und es war jedes Mal der gleiche Hickhack, der gleiche fortwährende E-Mail-Verkehr mit den ewig gleichen Theaterstückchen. Und da muss ich dazu sagen, ist es schon ein echt gravierender Mangel an Garantieleistung, weil erstmal wird eine Vorprüfung durch mich durchgeführt, obwohl ich überhaupt nichts mit der Garantie zu tun habe. Ich habe den Akku weder gebaut noch sonst was. Wenn, dann müssen die den prüfen und nicht ich. Punkt 2, das muss schneller gehen, Leute. Es muss einfach zack, zack gehen. Der Akku muss ausgetauscht werden. Da darf es nicht lang rumgehen. Und dann komme ich jetzt zum letzten Punkt. Es kann doch nicht sein, dass ich als Fachhändler schon mal in meiner Aussage schon mal komplett in Frage gestellt war, was den Akku betrifft, was er denn für Mucken macht. Denn dann muss er sich kümmern und seine Fachhändler anständig schulen oder ich habe keine Ahnung. Jedenfalls so finde ich das ein Unding, mit Themen umzugehen. Und das ist genau der Grund, warum dieser Akku hier in meinem Haus definitiv weder angeboten noch verkauft wird, noch verbaut wird, noch sonst irgendwas wird. Denn davon habe ich langsam echt die Schnauze voll. Und jetzt komme ich zu meinem Eingangsplädoyer. WCS, da kann ich einfach den Kunden einen kompletten Service geben. Da kann ich den Kunden einen Service geben, den gibt's so nicht. Wenn ich den WCS-Akku im Austausch, weil da irgendwas spinnt, weil ich den tauschen muss, dann entscheide es ich. Und dadurch, dass ich Premium-Partner bin, darf ich dann entsprechend sofort entscheiden, der Akku spinnt, raus, neuen rein, Kunde trinkt eine Tasse Kaffee und er fährt wieder weiter und alles ist gut. So muss Service funktionieren. Und im 21. Jahrhundert, sprich in der heutigen Zeit, wo das eigentlich alles durch PC, Computer schneller und besser werden soll und da wir ja einfach Service bieten wollen, ist genau das der Grund, warum ich mich für die Firma WCS entschieden habe, in allen Geräten, weil das genau alle Geräte betrifft. Und es gibt qualitativ erstens mal für mich letztlich keine bessere Firma. Ich kriege immer jemanden ans Telefon und wenn es sein muss, sogar abends um 9 als Händler, wohlgemerkt. Mir wird immer geholfen, ich kriege immer Auskunft und ich habe die Möglichkeit, dem Kunden, wenn alle Stricke zu reißen, auf eigene Anweisung hin und Entscheidung, den Kunden sofort zu helfen. Und da muss ich dazu sagen, mit der Firma kann ich arbeiten, weil kein Kunde ist da sauer, nicht einer. Wenn er mal ein Akku kaputt ist, dann kommt er hierher, dann werden wir dementsprechend tauschen. Dann werden wir entsprechend Möglichkeiten finden, dass alles wieder funktioniert wie vorher oder alles richtig von Haus auf funktioniert. Der Kunde fährt sofort weiter am selben Tag und hat überhaupt kein Problem. Und den Service, da sollten sich mal angeblich große Hersteller wie der hier echt einmal eine ganz große Scheibe abschneiden, weil ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich weiß auch gar nicht, was so schwer ist. In allen Zeitschriften, in allen Werbungen und letztlich nichts dahinter. Und das ist was, was mir dann schon so ein bisschen sauer macht, wo ich sage, wenn ich schon so nach außen drin auftrete und so stark und so groß bin, Leute, wo ist da der Service? Und
Meine Sensibilisierung geht dahingehend, erkundigt euch, wie der Ablauf ist, wenn mal was mit dem Akku ist. Erkundigt euch im Vorfeld. Ich kann nur sagen, mehrmals erlebt, jedes Mal ein Riesendilemma. Und darauf habe ich keine Lust mehr. Ja, Leute, das wollte ich euch einfach nur mitteilen. Daraufhin wollte ich euch sensibilisieren, damit man einfach so ein bisschen aufpasst, auch welche Komponenten verbaut man. Nicht immer die, die am lautesten schreien, die am meisten zu lesen sind, sind immer wirklich die besten. Und ich muss euch wirklich sagen, ich bin da mittlerweile auch ein bisschen rigoroser geworden. Nicht, weil ich hier irgendjemanden am Pranger stellen will, nicht, weil ich hier irgendwen ans Bein will, sondern weil ich meinen Kopf hinhalten muss. Und nur darum geht's, weil ich meinen Namen dadurch schädige, wenn ich solche Geschichten verbaue. Und dann fällt ja die ganze Reklamationseierei immer auf mich zurück. Und da habe ich keinen Bock, weil ihr seid auf euren Händler stinkig und nicht auf die Firma, wo das Ganze verursacht. Und das ist halt einfach immer wieder das Problem. Und das ist einfach der Grund, warum ich dieses Video gemacht habe, warum ich dieses Video mache, um einfach euch so ein bisschen zu sensibilisieren. Es gibt Firmen, wo einfach der Service auch ein bisschen anders ist. WCS ist er für mich unschlagbar. 8 Sterne von 5, weil ich einfach Service pur habe. Natürlich passiert uns allen mal irgendwas und natürlich kann auch immer mal was passieren, aber man muss richtig damit umgehen. Und das ist einfach mein riesen Appell an alle. Auch die Firma Bulldron macht's vorbildlich, macht's klasse, da weiß ich wenigstens, gut, ich muss vielleicht 3 Tage einkalkulieren, aber dann ist der Akku eben wieder hier und das ist der große Vorteil. Aber gibt bestimmt auch ganz viele andere Hersteller noch, wo das so sind oder wo auch serviceleistungsmäßig top sind, will ich gar nicht abstreiten. Ich sage nur, die eine Firma, dessen Namen ich natürlich jetzt nicht nenne, wird so von mir definitiv nie mehr berücksichtigt und an der Firma lasse ich auch kein gutes Haar mehr, weil dieser Verlauf, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, diese Zeit, wo ich da noch investiere an der Reklamation, diese einmal prüfen, einmal E-Mail schreiben, einmal telefonieren. Telefonieren kannst du ja gar nicht, weil da erreichst du ja telefonisch niemanden. Also du kannst niemanden erreichen. Auch das ein Unding. Und das finde ich, sorry Leute, wenn ich ein technisches Produkt herstelle, muss ich telefonisch dafür gerade stehen und auch Auskunft geben können. Und hör mal auf damit, es ist eben einfach so der Fall. Das ist jetzt eben einfach mein Appell und mein Grund, warum ich mich für die WCS-Firma entschieden habe oder für die Firma WCS entschieden habe, weil ich da einen Service habe, der hat sich gewaschen, weil ich da einen Support habe, weil ich da telefonisch immer jemand erreiche und das ist was, was ich brauche für meinen Kunden, um den Service aufrechtzuerhalten, gerade in der heutigen Zeit, gerade im 21. Jahrhundert und alles kostet Schweinegeld und dafür ist das Minimum eben einen bestmöglichsten Service zu bieten. Das ist mein Appell an euch. Nicht böse gemeint, bitte auch nicht wieder als Schimpfervideo auslegen oder sonst was, sondern das sind Informationen, die ich euch weitergebe. Macht damit, was ihr wollt. Das obliegt euch. Nur ich habe den Kanal gewählt, um euch mitzunehmen in Themen, euch auch ein bisschen zu unterstützen in Entscheidungsfindungen und meinen persönlichen Erfahrungen, die ich hier wiedergebe und nichts anderes werde ich hier erzählen. So ist es und dafür habe ich den Kanal gemacht und jetzt kann wieder ein paar, entschuldigt den Begriff, ein paar Schlaumeier drunter schreiben, wäre ein WCS-Werbekanal und selbst wenn so wäre, geht es niemandem was an außer mich, weil das mein Kanal ist und meine Firma ist und ich die so strick, wie mir das passt, weil ich hinter meinen Kunden stehen muss, hinter den Produkten stehen muss und den bestmöglichsten Service und Qualität für meinen Kunden eben einfach bieten will. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das nächste Mal gibt es wieder ein spannendes Technikvideo. Da habe ich auch schon wieder was vorbereitet und lasst euch überraschen. Das wird wieder richtig spannend. Euer Hilfe oder beziehungsweise euer Kommentar ist mir immer wichtig. Also ruhig rein in die Tasten. Sagt mir eure Meinung dazu. Lieben gern. Habe ich überhaupt keinen Schmerz damit. Und natürlich, wenn ihr ganz verrückt seid, noch Abo
Kanal oder den Kanal abonnieren, langsam reden, dann wird es besser, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken natürlich, dann verpasst er kein Video mehr von mir. Ich sage ganz lieben Dank aus Dinkelsbühl und freue mich aufs nächste Video mit euch. Also, bis dann, euer Michael. Ciao, ciao.